Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Kommentar zum zweifelhaften Great Reset-Programm. Erstmals vorgestellt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Eine Krise darf man nicht ungenutzt lassen. Winston Churchills berühmte Worte aus den dunkelsten Tagen des Zweiten Weltkriegs haben im Laufe der Jahrzehnte eine doppelte Bedeutung angenommen. Sein Zitat sollte eigentlich eine inspirierende Botschaft der Hoffnung an das britische Volk sein. Aber heutzutage erkennt man relativ schnell, dass Menschen mit bösen Absichten eine Krise genauso gut nutzen können wie diejenigen, die es gut meinen. Great Reset. Das ist schon fast ein Modewort geworden. Mit Great Reset bezeichnen Wirtschaftswissenschaftler und Politiker das notwendige Paket von Maßnahmen, mit dem eine radikale Erholung von einer Krise anvisiert wird. Zum Beispiel eine Erholung von der Corona-Krise. Proklamiertes Ziel ist eine bessere und nachhaltiger wirtschaftende Welt. Erstmals in diesem Zusammenhang genutzt wurde der Begriff im Juni 2020 beim 50. jährlichen Meeting des WEF, dem Weltwirtschaftsforum. Prinz Charles war es, der den Begriff Great Reset nutzte, um mit seinem Vortrag die Unterstützung einer ganzen Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern, Politikern, Geschäftsleuten und Prominenten zu gewinnen. Kritik am Great Reset folgte postwendend. Die Vorschläge klangen einfach zu widersprüchlich. Jeder Wirtschaftsplan mit dem Titel »Das große Zurückstellen« ist bisher gescheitert. So war auch dieser Versuch sofort ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Erschwerend für das Projekt kam hinzu, dass das Marketing rund um den Great Reset der Sache nicht gerade zuträglich war. Wenn Sie mal versuchen, im Internet zu recherchieren, was dieser Plan eigentlich bedeutet, finden Sie nur ein paar bizarre Werbespots, die absolut nichts erklären, und einen etwa 2 Stunden langen Vortrag, der selbst für einen Wirtschaftsfreak extrem langweilig und wenig hilfreich ist. Wir wissen das, weil wir diesen Plan recherchieren mussten, um unseren heutigen Beitrag vorzubereiten. Was schlägt das Great Reset Konzeptpapier vor? Haben diese Ideen einen Wert in unserer aktuellen Krise? Wer sind die Akteure, die diese Agenda vorantreiben? Handelt es sich um einen fiesen Plan oder nur um einen guten Plan mit schlechtem Marketing? Eine der größten Befürchtungen, die Kritiker des Krisenkonzepts äußern, ist der Mangel an Unterstützung durch seriöse Wirtschaftswissenschaftler. Das Time Magazine hat dem Thema eine Seite gewidmet. Es listete die prominentesten Befürworter auf. Da werden die Namen von Models, Cellisten und einer ganzen Reihe von Hochadel genannt. Sogar der Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian ist unter den Fans. Aber abgesehen von Klaus Schwab, dem Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, wurden keine echten Wirtschaftswissenschaftler erwähnt. Ein Grund, warum auf der Seite der Befürworter kaum namhafte Ökonomen zu finden sind, ist die Tatsache, dass der Great Reset eher einer aufgeblähten Wunschliste von Dingen unterm Weihnachtsbaum gleicht, als dass er mit fundierten Fakten untermauert wird. Da ist von freien, unabhängigen Medien die Rede, von Entmilitarisierung, von der Unterstützung der Künste und von nachhaltiger Architektur. Diese Argumente mögen für sich genommen durchaus wichtig sein, tragen aber nur dazu bei, den ganzen Vorschlag bestenfalls amüsant zu machen. Der Einfachheit halber ignorieren wir also den ganzen unnötigen Ballast und konzentrieren uns ausschließlich auf die wirtschaftsbezogenen Vorschläge. Davon gibt es einige. Wir gehen sie mal durch. Gleich der erste Vorschlag sorgte für reichlich Rummel. Der Great Reset sieht vor, dass jeder Konjunkturimpuls, ob fiskalisch oder monetär, von nun an grünen Rahmenbedingungen folgen muss. Die Jahre 2020 und 2021 waren sehr schwierige Jahre und fiskalische Anreize halfen vielen Unternehmen zu überleben. Wir haben hier auf unserem Kanal oft über Konjunkturprogramme gesprochen. Wir haben uns mit dem chinesischen Economic Stimulus Programm befasst. Wir haben das quantitative Easing in den Vereinigten Staaten und in der EU beleuchtet. Und wir berichteten wiederholt über die Türkei, wo falsch ausgerichtete Konjunkturimpulse die Wirtschaft gegen die Wand fuhren. Ein gemeinsamer Punkt, der uns dabei auffiel: Fiskalische Anreize sind stets eine großartige Gelegenheit, um Geld in etwas zu stecken, das in einem bestimmten Land verbessert werden muss. Wenn ein Land dringend neue Autobahnen oder mehr Mittel für das Schulwesen oder ein stärkeres Militär benötigt, dann sind fiskalische Anreize eine gute Möglichkeit, die nötigen Mittel dafür bereitzustellen.
Das Hauptziel von Konjunkturprogrammen in Krisenzeiten besteht also stets darin, dass Ausgaben erzeugt werden, welche dann Unternehmen am Leben erhalten, Menschen beschäftigen und die Lebensqualität aufrechterhalten. Aber Fakt ist auch, dass mit so ziemlich jeder Art von Staatsausgabe dieses Ziel erreicht werden kann, wenn man es wirklich will. Wenn man Geld von einem Hochhaus wirft, erreicht man das auch. Aber es gibt natürlich sinnvolle Alternativen, die gewünschte Ergebnisse erzielen und gleichzeitig angenehme kleine Nebeneffekte haben. Ausgaben für die Infrastruktur sind ein gutes Beispiel dafür. Regierungen, die Geld für den Bau neuer Infrastruktur ausgeben, erreichen ihr Ziel, Geld in Form von Gehaltschecks für Arbeiter, Aufträgen für Bauunternehmer und Provisionen für Architekten und Ingenieure in die Wirtschaft zu bringen. Und so nebenbei bleibt auch etwas übrig, das für die nächsten Jahrzehnte von Nutzen ist. Das Great Reset-Programm schlägt etwas Ähnliches vor, beschränkt sich aber auf sogenannte grüne Technologien. Die Installation von Solarmodulen auf Ihrem Haus hat viele Vorteile. Solange Sie in einer einigermaßen sonnigen Region wohnen, können Sie Ihre Energierechnungen irgendwann so weit senken, dass sich das Solarsystem gleich mehrfach amortisiert. Ihr CO2-Footprint wird geringer und eventuell steigt sogar der Wert Ihrer Immobilie. Die Anschaffungskosten sind jedoch für viele Haushalte eine unerschwingliche Hürde. Ein modernisiertes, stark erweitertes Schienennetz in einer Stadt wie Los Angeles würde dazu beitragen, Hunderttausende von Autos von der Straße zu holen und damit Emissionen, Staus und Zeitverluste für Pendler zu verringern. Leider ist die Vorfinanzierung bei weitem zu teuer. Mal angenommen, ein Bruchteil der 2 Billionen US-Dollar, die im Rahmen der ersten Welle der US-amerikanischen Stimuli ausgegeben wurden, gingen nach Los Angeles in ein Projekt wie dieses. Dann wären die Kosten vergleichsweise gering und würden dennoch das gewünschte Ergebnis erzielen, nämlich den Menschen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit Geld in die Taschen zu stecken und echte Infrastrukturprobleme zum Nutzen von Mensch und Natur zu lösen. Hervorragend! Dann haben wir ja eine Lösung. Selbst die größten Gegner von Umweltschutz würden zustimmen, dass es besser ist, wenigstens etwas für diese Regierungsgelder zu bekommen, als gar nichts. Radikale Veränderungen wie diese kommen aber leider mit einem Preisschild. Nehmen wir einmal den Bau eines Windparks für eine Region, die unabhängig von fossilen Energieträgern Strom erzeugen will. Da wird viel geplant, verworfen und schließlich akzeptiert. Da wird Land gekauft, da werden Turbinen hergestellt, Kabel verlegt und Jahre gehen ins Land ohne Nutzen, aber mit Kosten. Das zweite Problem bei dieser Art von Lösung ist, dass das Geld an eine Gruppe fließt, die es nicht so dringend braucht wie andere. Ein typisches Projekt, wie zum Beispiel ein Windpark, wird über ein Unternehmen abgewickelt, das sich bereits auf diese Art von Aufgaben spezialisiert hat. Ihr Ziel ist es, so wenig Geld wie möglich für Arbeitskräfte auszugeben. Denn alles, was für Arbeitskräfte ausgegeben wird, ist Geld, das nicht als Gewinn verbucht wird. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird dieses Geld an Investoren ausgeschüttet oder in das Unternehmen selbst reinvestiert, statt in Arbeitskräfte. Diese Art von Subvention wird also nicht annähernd so schnell wieder in Umlauf gebracht wie ein Stimulusscheck in den Händen einer Arbeiterfamilie. Das letzte Problem ist die Frage, was mit der Infrastruktur geschieht, wenn sie dann einmal da ist. Sie könnte privatisiert werden, um einen Teil der Kosten für ihren Bau wieder hereinzuholen. Aber dann liegt eine potenziell lebenswichtige öffentliche Dienstleistung in den Händen eines Privatunternehmens. Alle finanziellen Vorteile, die sich daraus ergeben, werden hinter einer Art Bezahlschranke weggeschlossen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Autobahnmaut, höheren Stromkosten oder einer teureren Fahrkarte für die Bahn. Die Alternative wäre natürlich, das Projekt in öffentlicher Hand zu belassen. Aber dann ist es auch nur ein weiteres Stück Infrastruktur, das auf Kosten der Steuerzahler instand gehalten werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn, der Windpark wird auf jeden Fall teuer. Ein weiterer Schlüsselpunkt im Great Reset-Programm ist das Investieren in technologische Ausbildung, damit Arbeitnehmer in der ganzen Welt besser für die Beschäftigung in zunehmend technologieorientierten Branchen wie Logistik, Fertigung und Einzelhandel geeignet sind. Dieser Punkt des Programms ist auf jeden Fall zu begrüßen. Bildung ist natürlich etwas, bei dem es sich lohnt, dafür zu sorgen, dass jeder Zugang zu gutem, anwendbarem Wissen hat. Bildung ist entscheidend für den Erhalt einer starken, arbeitenden Bevölkerung.
Solange diese Bildung auf Bereiche mit hoher Nachfrage ausgerichtet wird, ist dies eine Investition, die sich auf individueller, nationaler und globaler Ebene vielfach auszahlen wird. Der nächste Vorschlag ist jedoch ein Eingriff in den Markt. Eine Kohlenstoffsteuer soll als Mittel zur Förderung privater Unternehmen im Bereich grüner Technologie eingesetzt werden. Kohlenstoffemissionen sind zweifellos eine Belastung für Mensch und Natur. Eine Steuer auf diese Emissionen würde bedeuten, dass die Kosten auf die Erzeuger der Emissionen fallen. Diese Steuereinnahmen könnten dann in emissionsärmere Alternativen investiert werden. Das ist ein subventionierender staatlicher Eingriff in den Markt. Ein Teil der Einnahmen von Tesla stammt derzeit aus dem Verkauf ungenutzter Emissionszertifikate an Unternehmen, die weit weniger umweltfreundlich arbeiten, als Tesla es tut. Es geht also auch ohne Subvention. Viele Menschen unterstützen zwar eine Subventionspolitik über Emissionszertifikate, es gibt aber auch viele Gegner. Der nächste Vorschlag im Great Reset-Programm ist die Einführung eines neuen Messinstruments für wirtschaftlichen Erfolg. Dieser wird momentan ausschließlich über das Bruttoinlandsprodukt gemessen. Und das ist in der Tat eine veraltete Methode. Eine neue Messlatte muss her. Eine, die über das BIP hinausgeht. Das BIP hat seinen Nutzen, aber es bekommt viel mehr Aufmerksamkeit, als ihm zusteht. Soziale Kennzahlen und Kennzahlen, welche die Zunahme des kollektiven Wohlstands messen, sind aussagekräftiger als pure BIP-Werte. Der nächste Punkt ist die Forderung an Unternehmen, neuen grünen Regeln zu folgen. In der Theorie ist das prima, denn fast jeder ist ein Befürworter des Umweltschutzes. Unternehmen erwirtschaften aber leider nur Gewinne, wenn sie ihre Konkurrenz entweder mit besserer Qualität oder mit billigeren Preisen ausstechen. Im Idealfall führt man das Rennen in beiden Kategorien. Da wird nicht fröhlich miteinander musiziert. Das ist knallhartes Business. Wir Menschen hören gern von Unternehmen, die einen neutralen CO2-Footprint haben, von Firmen, die ihre Mitarbeiter gut behandeln und von Produzenten, die aufgrund dessen mit viel Umsatz belohnt werden. Das ist aber alles nur Wunschdenken. Da können Sie auch gleich einen Hammer nehmen, um Ihren Laptop zu reparieren. Man kann keine Unternehmen als Werkzeug benutzen, um umweltfreundliche Vorschriften durchzusetzen. Es gibt bessere Werkzeuge für diese Aufgabe. Unser Fazit? Das Great Reset-Programm enthält gute und weniger gute Ansätze und natürlich fehlen beim gegenwärtigen Stand noch viele Puzzleteile. Aber wir können unseren heutigen Beitrag nicht beenden, ohne noch einen Blick unter die Motorhaube des Weltwirtschaftsforums zu werfen. Das Weltwirtschaftsforum ist eine Nichtregierungsorganisation, die wahrscheinlich am ehesten für ihre jährlichen Treffen im schweizerischen Davos bekannt ist. Tausende von sehr wohlhabenden Menschen kommen in der kleinen Stadt in den Alpen zusammen, um über wirtschaftliche Themen zu sprechen. Das Forum verdient den Großteil seines Geldes durch Mitgliedsbeiträge und die sind sehr hoch. Sie reichen von 70.000 bis 700.000 Dollar pro Jahr. Das hängt davon ab, wie stark man sich in der Organisation engagiert. Wer sind die Mitglieder? Offensichtlich sehr reiche und sehr einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Derart hohe Mitgliedsbeiträge ziehen nur Leute an, die sich eine Mitgliedschaft problemlos leisten können. Da ist mehr Einfluss auf dem Parkett als bei den Vereinten Nationen, dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank. Das Weltwirtschaftsforum ist so eine Art exklusiver Buchclub für Milliardäre mit Schwerpunkt auf wirtschaftsrelevante Literatur. Und glauben Sie uns, wenn in diesem Club eine Idee Feuer fängt, dann bewegt sich etwas. Ob zum Guten oder zum Schlechten, bleibt abzuwarten. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle
direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.